Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra, besonders hier mit Shira reden und ein Dankeschön an die Leute, die das Video geliked haben und mich damit unterstützen. Also, wir sprechen mal so. Das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob. Shira. Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wäre es gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahedi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahedi tot ist. Das wissen wir nicht. Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, Shira. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. Shira, ich bitte dich. Jakob, das ist ein Befehl. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Hey, kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Okay. Abgeschlossen. Shira Goodman, jo. Ja, noch eine Nebenmission? Die machen wir natürlich auch, ne? Ja. So, Nebenmission bitte. Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich ja, hab keine haben Zeit. Wir. Du hast die Zeit du zu nehmen. Du hast mich ein paar Jahre zu lange pennen lassen. Du kannst dir die Zeit nehmen. Sag ich doch. Erstmal dort. Wie hat alles angefangen? Wieso kämpft ihr denn? Als die Anomalie schlimmer wurde, hatten wir die Kolonisierung gerade erst begonnen. Mehr als eine halbe Million war noch im Kälteschlaf und wartete darauf, dass wir sie weckten. Aber wir wussten, dass wir nicht alle ernähren konnten. Tja, eine Fraktion wollte einfach den Stecker ziehen und sie im Schlaf sterben lassen, um unsere Ressourcen zu schützen. Die anderen wollten ihnen eine Chance geben. Ich kann mir denken, auf welcher Seite du warst. Ich lag falsch. Wir wollten fair sein und alles rationieren. Aber das führte nur zu Blutvergießen. Eure Feinde, was wollen sie denn? Was wollen wir denn alle? Genug haben. Gibt es bloß nicht. Genug Nahrung, Wasser, einfach alles. Sie hören nicht auf, bis sie alles haben, was uns gehört. Sie wollen uns vernichten. Darum muss ich sie zuerst vernichten. Was bin ich jetzt? Verändert? Ich will das verstehen. Was möchtest du wissen? Wie viele sind es? Schwächere mit kleinen, seltsamen Mutationen findet man überall. Aber von denen mit echter Macht gibt es nur wenige. Wenn auch leider mehr als mir lieb ist. Aber die Soldaten verehren sie als Götter. Die anderen Veränderten da draußen, für wen kämpfen sie? Für wen sie wollen, oder glaubst du, jemand kontrolliert sie? Die, die mit uns kämpfen, scheinen wenigstens einen Grund dafür zu haben. Und einen Rest Menschlichkeit. Aber die anderen sind dämonische, zornige Göttermaschinen des Todes.
Da ist nichts Menschliches mehr. Wird mir nicht passieren. Ich hoffe, du hast recht. Das ist verrückt. Ich habe gesehen, wie du das Foto gemacht hast, vor wenigen Stunden. Das ist schon ewig her. Das Mädchen von damals gibt's nicht mehr. Tja, es hätte nie überleben können. Nimm es. Ich brauch's nicht mehr. Okay, jetzt wollen wir mal die Lagerfront sieht düster aus annehmen, ne? Du warst zu lange weg, um zu verstehen, dass wir voll am Arsch sind. Von uns können nicht mehr als 50 oder 60.000 übrig sein. Die andere Seite ist in der Überzahl. Bald haben wir keinen mehr, der kämpfen kann. Der letzte Angriff der Rebellen war eine Ablenkung. Sie haben direkt unter uns Tunnel gegraben und Sprengsätze gelegt. Sie haben unsere Front hochgejagt. Hab ich bemerkt. Es wurden zahllose Verluste gemeldet. Einer meiner besten Männer, Lieutenant McCain, war da draußen. Aber gerade erreichte uns die Nachricht. Er ist unter Trümmern begraben, aber lebt noch. Ich kann keine Männer mehr entbehren. Du musst ihn da rausholen. Jo, machen wir. Annehmen. Ist doch das Mindeste. Ist jetzt eine neue Mission, ne? Neue Mission verfolgen, wackeliger Boden, oder sprich mit Jakob, um zu first. Erstmal hier. Wackeliger Boden, so. Lieutenant McCain. Hier ist wieder irgendwo so ein Buch. Wenn dieser McCain noch lebt, muss ich ihn finden. Jakob, was für ein Signal ist das wohl? Keine Ahnung. Ein Hoffnungsfunken für Verlierer, die nicht einsehen wollen, dass die Welt am Arsch ist. Tja, ist jetzt wohl aber unsere verdammte Mission. Treffen wir uns in meiner Werkstatt. So. Was haben wir in diesem frühen Leben getan? Wo ist denn der Buch? Hä? Ach guck, jetzt ist die andere Tante auf. Aufgetaucht. Das sind alles originale Erinnerungsstücke. Madame Bouvier. Wow. Finger weg. Wie ist die Voice auf Vinyl? Selbst auf der Erde war das eine Rarität. Woher weißt du das? Lange Geschichte. Bist du Sammlerin? Irgendwer muss ja. Alle anderen vergessen nur allzu gern. Woher kommt das ganze Zeug? Als wir die Erde verließen, durfte jeder von uns nur eine Kiste mitnehmen. Jetzt will keiner mehr was von dem Krempel wissen. Außer mir. Das ist unsere Geschichte. Was wir waren und was verloren ging. Mein kleines Museum der Erde. Spenden sind übrigens immer willkommen. Jo, haben bestimmt was für Spenden, oder? Komm, zack, guck mal. Mein Gott. Ein Füllfederhalter. Jo. Da ist noch Tinte drin. Wie? Ich sag ja, lange Geschichte. Und ist ja noch nicht so lange her. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Ich habe die Augen offen. Okay. So. Hast du heute nichts für mich? Kaum Nein. zu glauben, dass dieser Planet schon leer geräumt sein soll. Wir sollten sie finden. Okay. Warum ich morgen nicht hier bin. Halte auch schon auf besondere Hinweise und sammle um Objekte zu finden. Alles klar. So, jetzt können wir hier erstmal weiter. Wir müssen. Hier raus, ne?
ist ja immer noch Lieutenant McCain finden. So. Komm, komm, komm. So. Wir sind ja eigentlich an mal überlegen kurz. Weltstufe 3, ne? Konnten eigentlich schon auf 4 stellen. Eines sollte ja automatisch gehen, aber irgendwie will er nicht automatisch gehen. Warum auch immer? Da war gerade nochmal eine Tagebuchnotiz. Oder was? Eine neue? Mal gucken. Ja, welche war jetzt neu? Das ist die Frage. Schade. Ach hier, sie. Ihr wisst, Pause drücken, ne? Zum Lesen. Das andere alles, was hier noch so steht, das sind alles noch Dinge, die wir schon mit Olaf aufgedeckt haben. Und deswegen werden die auch alle angezeigt. Ja, alle als... sei irgendwie spinnert das manchmal umher. So, ich hatte gesagt, wir wollen hier auf... oh Gott, diese Hinweise... Ja, komm, schließen. Wir wollen. Die waren ja schon in Weltstufe 4. Guck, siehst. Warum er das nicht automatisch umgestellt hat, weiß ich nicht. Ist das ein Bug oder was? Kann das sein? Ja, haben wir schon. Brauchen wir nicht. Es taucht alles auf, was ich schon mit Olaf gemacht habe. Ist ätzend. Das haben sie irgendwie blöd gelöst. Beni Shan Takushi. So ist das. Tagebuch hier, lass sie jetzt in Ruhe. Hier an der Front waren wir schon. Moment, kurz gucken. Knarre, technisch, Ausrüstung. Ja, ist klar, dass wir da nichts haben. Pumpgun. Nee, spiele ich nicht. Kann alles verschrottet werden, bitte. Moin. So. Mal sehen, wie das mit Stufe 4 geht. Uhuhu. Ja, toll. Kommen wir wieder zurück zum Munitionsauffüllen oder ist hier oben noch eine Kiste? So, wir müssen hier hoch. Erstmal. Dann nach runter, ne? Wieder durchkämpfen. Oh Mann. Das kann was werden. Jetzt Weltstufe 4. Davor haben wir die ganze Zeit auf 3 gespielt. Ich sage ja, ich weiß nicht, warum sie uns... warum das nicht automatisch hochgegangen ist. Ja, das wird doch hier kaputt geschossen. Die Scheiße. Holz. Oh ja. Jetzt mal umschauen. Noch ist nichts getriggert. Wo bleiben wir denn am besten? Links oder rechts oder Mitte? Kommen noch weiter nach rechts. Zu weit vorne, glaube ich. Kommen hier überhaupt Feinde? Kann auch sein, dass jetzt keine Feinde kommen, aber ich weiß nicht. Nö, kommt erstmal keine. Aber ich glaube, die Missionen sind auch mal... einzeln, ne? Wieder Hauptmission verfolgen? Wiedersehen? Nein, wollen wir nicht. Erreicht die letzte Position von Leutnant McKay. Shira, ich sehe das Epizentrum der Explosion. Hier hat alles begonnen. Ich glaube kaum, dass McKay das überlebt hat. Was du glaubst, ist mir egal. Ich brauche ihn lebend. Da ging's hoch zur... wo wir andere die Mission gemacht haben, den Captain. Wir müssen hier rum, okay. Aber hier steht irgendwo eine Waffenkiste hier hinten. Ja, gut. Schön. Noch was zum Einsammeln? Nö. Na gut, weiter geht's. Auf geht's. Ah, jetzt kommen wir auch hier rüber gesprungen. Letztes Mal konnten wir ja nicht.
Bin mal so richtig aufgeregt mit Stufe 4 jetzt. Mit dem Olaf haben wir zwar auch gespielt hier, ne? Aber da glaube da haben wir den immer noch auf Stufe 2 gezockt. Wir sind ja erst ziemlich spät auf Stufe 3 übergegangen. Da sind Gegner. Können wir die schon triggern hier? Nee. Hier. Wir haben wohl keinen erwischt, schade. Die sind weiter hinten, ne? Da sieht's ja gut aus. Guck mal da, da stehen schon zwei. Immer auf dem Kopf. Komm, nimm deinen Freund mit. Jo, so ist fein. So gefällt mir das. Komm noch weiter. Können wir noch rüber schießen? Guck raus. Nimm deine Freunde mit. Nee, hat er nicht. Schade. Feuer auf Ziel. Ja, mache ich auch. Siehst du, wie das geht? Oder kommt ein Dicker an. Und noch eine. Okay. Oh, 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 oh. Deckung, Freunde. Ne, hier, die will ich. Renner die, brenn mit mir, so. Ja, komm. Freigeräumt? Haben die irgendwas droppen lassen? Nö, nö. Automatisch einsammeln, da ist nichts weiter, okay. Da müssen wir hin. Wir schauen uns trotzdem nochmal um. Nö. Schauen, ob wir was finden. Bam, 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 bam. Ne, hier geht's nicht hoch, Gott. Zap, zarap, zarap, zarap. Ich habe auch schon so oft zu Olaf gesagt, schade, dass die Kisten nicht angezeigt werden hier auf dem Radar. Dass man wirklich alles abrennen muss, um was zu finden. Jo, Eisen, immer gut. Bing, da ist eine Kiste. Joho. Da müssen wir auch hin. Das ist gut, das ist gut. Hier ist eine Kiste, da haben wir Munition. Oh, grün ist immer gut. Jo, ausrüsten. So, auffüllen. Ich sag mal, bis jetzt geht's ja noch ganz gut mit Weltstufe 4. So. Komm, mach mal die Jedi. Ja, der Jedi-Ritter, so. Im großen K habe ich zweimal, oh, 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 oh. Mit dem Scharf, Scharfschützen wäre wieder doof. Oh, Deko. Ah, der Scharfschuss ist gefährlich. Komm noch mal, komm. Da ist der Scharfschütze. Kriegen wir den von hier aus? Jo.
Freunde mit, das ist gut. Oha. Oh, da hinten. Den kriegen wir, glaube ich, nicht, ne? Die nächste Deckung. Kommen wir da irgendwo hin? Da kommt schon wieder einer. Oh, oh. Gott. Nee. Warte mal. Moment. Ach, da oben war schon wieder eine. Du alte Stinkratte. Jetzt rennt er wieder runter. Spinn's wohl. Einen erwischt, nee, ne? Nee. Okay. Sanitäter. Jo, hier ist der Sanitäter. Volle Deckung. Keine Zurückhaltung, du hast recht. Du hast so recht. So. Ah, da kommt der konzentrierte Scharfschütze. Rückzug. Oh. Ah, Kacke. So schön durchgekämpft. Okay, da muss man zurückziehen, glaube ich, ne? Munition ist voll, okay. Müssen wir uns dann zurückziehen, alles klar. Gut. So, runter erstmal wieder, ne? Schon mal gut, schon mal nice, da kommt der nächste. Nee, da bin ich hier, Oh, da geht ich gleich. Alter, was bist du hier? Hier will ich her. Nein. Wenn wir Auge offen haben, dass die da von der hinten nicht so ranballern. Wer trifft mich denn? Echt? Der da von da hinten? Ja, ich muss weiter, ich weiß. Ungelüge Ziel, aber der da oben, ne? Der Grenadier. Ah, kriegen wir ein bisschen Leben, okay. Ja, wir müssen weiter, okay. Moment. Bleiben erstmal hier, ne? Konzentriert sein, Terra.
Haben natürlich einen Scharfschütze, das ist klar. Oh, jetzt haben wir ja wieder die Dinger hier. Ach, ganz vergessen. Shit. Okay. Stufe 4 ist knackig. Also Weltstufe, diese Klassenpunkt, ja, komm. Den verteilen wir jetzt, bevor wir anfangen. Neues gekriegt, Schrott, gut. Das Cooldown-Zeit für die Bombe und für... Gut. Hitzewelle, okay. Bam, bam, bam. Wir setzen mal alle zurück, ne? Also hier. Und der Ding, was ist hier? Machen wir mal so. Warum habe ich... Warte mal. Mal gucken. Mal die Kraft. Ja. Nee, ist gut. So. Nächster Versuch. Munition haben wir voll, ne? Nimm mal gleich deine Freunde mit. Was machst du hier? Das Ding habe ich ganz übersehen. Ach du Kacke. Oh, stimmt, da haben wir alle eingelaufen, ne? Oh. Kleiner Radar auf mal hochbehalten. Nimm dein Freund mit. So. Jetzt geht die wieder hinten auf den Zeiger. Aber wir müssen hier nach da. Ne? Warten wir mal, bis der andere wieder frei ist. Nach da. Nee, da wollte ich noch gar nicht hin. Ich will hier hin. Hier hinten hin. Erstmal hier hin. Oh. Und wenn der andere Grenadier auftaucht, dann müssen wir uns zurückziehen. Würde ich mal sagen. Vorne eine? Echt? Manchmal sind die auch ganz schwer zu sehen, ne? Ich meine, gut, die roten Pfeile hast du ja, aber manchmal schneiden die sich auch und dann denkst du, Oh, jetzt kommt er, okay. Jetzt gehen wir mal zurück. Können wir hier hin? Hinter der Ecke? Ich glaube, ne? Aber ob das hier so gut ist, Fragezeichen. Er kommt angewetzt. Okay, haben wir unterbrochen. Diesmal ging es eigentlich halbwegs ganz gut, ne? Weltstufe runterstellen. Na gut,
machen wir mal, ne? Von 4 auf 3 wieder. Leider, leider. Dann sind wir doch noch nicht so weit, oder was? Aber wir haben was aufgenommen vorhin, ne? Ein paar Sachen. Guck mal hier. Leichtes Maschinengewehr. Hat mehr Schaden. Und Rüstungsdurchschlag, das ist gut. Ging mit dem, ne? Ist das besser. Da auch besser, gut. Tauschen wir auch mal. Tauschen wir doch mal. Ja, ja. Der ist jetzt besser als der. Aha. Zweimal mal Maschinenpistole. Ach, wir lassen das erstmal so. Das ist ja Scharfschützengewehr. Wäre vielleicht auch ganz gut. Was hat er? 12,8 kritische Treffer. Und Reichweite 100 Meter. Mal testen. Gut. Sonst gibt nichts weiter. Gut. Aber den Cooldown, den haben wir schon mal gut unterbrochen. Einfach von hier auch. Sehen wir natürlich, jetzt muss man auch mal Radar gucken immer, ne? Wow. Oh, wir bleiben in Deckung. Da kommt noch eine. Bleiben wir mal. Weil Stufe 3 ist da schon wieder eine andere Hausnummer, ist leichter. Ne? Ach, nachladen, gut. Radar achten. Wir gehen mal hier hin. Wieder. Wo bist du? Schade. Boom, boom. Boom. Ja, vielleicht müssen wir mit dem Scharfschützen besser hier spielen, ne? Jetzt kommt der Oberfuzzi, okay. Alter, echt jetzt? Der muss weiter, ich bin tot. Ich bin tot. Ah. Okay, aber es geht so, ne? Gut. Müssen mehr konzentrieren. Hier einen angelaufen hier, ne? Jo. Einmal Waffe nehmen. So. Wir brennen, wir brennen. Burning Man, so. Kommt hier noch eine? Echt jetzt? War doch noch einer, ja. So, wieder die. Scharfschützen. Geh weg, du Feuer. Komm. Ja, als kleine Information, ich schneide ja wieder auseinander, ne? Wenn zu viel wird. Also, wenn zu lange wird, das Video.
Gut. Also ich darf nicht allzu lange warten mit dem Dicken, glaube ich. Wenn der da seine Moves macht. Jetzt kommen die wieder von da, oder was? Nee, da sind sie. Okay. Aber noch nicht zu sehen. Oh, jetzt kommt er schon, jetzt kommt er schon. Kriegen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Zurück. Jetzt sind wir unbesiegt. Ah, da ist er. Ach nö. Ich will nicht weiter runtergehen mit der Stufe. Ich mache mal kurze Pause hier, ne? Ja, wenn ihr wissen wollt, ob wir es schaffen auf Stufe 3, schaltet ein bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann sage ich mal, bis dann, euer Terra. Bye, bye.